Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und im Stream. Und ja, Herr Zasso, eins stimmt nicht ganz. Ich habe ganz viele Autos, ungefähr 200. Die sind alle rot und steht Teilauto drauf. Und ich fahre sehr gerne Auto, wenn ich es muss. Und das ist der Punkt. Wenn man ein Auto braucht, wenn ich es wirklich fahren muss, dann soll natürlich Autofahren nicht verboten sein. Aber es sind gerade die Millionen eigentlich unnötiger Fahrten, die wir auf Fuß, Rad und Bahn und Bus umleiten wollen. Meine Damen und Herren, meine Rede zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil möchte ich den Grünen ausdrücklich danken, dass dieses Thema heute auf der Tagesordnung steht. Denn natürlich ist die Frage, wie kriegen wir den Verkehr neu geregelt, Stichwort Verkehrswende, wie kriegen wir die Autos, die Stehzeuge aus unseren Quartieren und können dann den so entstandenen Raum wirklich für, ja, für Straßenleben, für Gewerbe, für Auslagen, für Gastro, für Kinder zum Spielen benutzen. Und da möchte ich heute mal nicht vage bleiben wie viele, sondern konkrete Dinge nennen. Das erste ist, wir brauchen autofreie Straßen, autofreie Stadtteile. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Neustadt, also die äußere Neustadt auf jeden Fall autofrei ist und die Altstadt auch. Was bedeutet das? Es bedeutet natürlich nicht, dass wenn ich ein Auto brauche, weil ich zum Beispiel eine Einschränkung habe, dass ich dann nicht mehr fahren darf. Es bedeutet natürlich nicht, dass nicht die Liefernladen da reinfahren darf. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass keine Autos mehr dort parken und dass der Straßenraum, der Stadtraum genutzt wird. Und wie Sie sehen, autofreie Neustadt, es tut sich kein Himmel auf, kein Blitz fährt durch mich durch, es regnet auch keine Frösche. Man kann es aussprechen und das ist mein Ziel. Das Zweite, was wir machen müssen, ist natürlich differenzierte Push-Faktoren einführen, die intelligent, aber bestimmt dafür sorgen, dass zum Beispiel Zweit- und Drittautos langsam aber sicher aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Warum darf ich mein Auto, mein Zweit-, mein Dritt-, mein Viertauto quasi ja, umsonst 365 Tage vor der Haustür stehen lassen? Das ist eine Frage, die muss man wirklich stellen. Während man für Menschenwohnungen muss man Geld bezahlen, aber für Autowohnungen nicht. Und das Dritte, was wir machen müssen, ist, wir müssen endlich Radinfrastruktur angehen. Radinfrastruktur, das sind Brücken. Das sind Straßen, das sind Tunnels, das sind wirklich Bauwerke für Fahrräder. Und das ist, liebe konservative Seite, die effizienteste, die billigste, die kostengünstigste Form, Verkehrsinfrastruktur zu bauen. Sie können sozusagen viel mehr erreichen, wenn Sie Fahrradbrücken bauen oder Radschnellwege so anlegen, dass Sie kreuzungsfrei größere Strecken machen. Der zweite Teil meiner Rede, da muss ich fragen, liebe Grüne, es ist schon ein wenig zwiespältig, ja? Weil auf der einen Seite hier schön was von Lebensqualität entschleunigen und Rückgewinnung von Stadtraum zu planen und, manche ahnen es schon, gleichzeitig weiterhin an den überbreiten Planungen der Königsbrücker festzukleben, die alle, ich wiederhole es, alle außer einem Baum fällen, die die Straße von 10 auf 18 Meter verbreiten. In der Mitte ist ein sehr schönes Asphaltgleisbett, die Schleichverkehr war das Thema. Da, wo das Gleisbett ist, auf zwei Drittel der Strecke, kommen Sie nirgendwo mit dem Auto links raus oder können links reinfahren. Es muss immer dann ein Umweg gefahren werden. Es gibt natürlich riesige Schleichwege. Und vor allen Dingen, für was? Gehen Sie einmal zur Königsbrücke. Ich mache mir jetzt immer den Spaß. Ich fahre von der Schauburg bis zur Luisenstraße oder von der Luisenstraße bis zur Schauburg mit dem Fahrrad in der Mitte zwischen den Schienen. Und das habe ich jetzt schon 5, 6, 7 Mal gemacht, mitten am Tag, und es ist kein Auto hinter mir. Es ist kein Auto hinter mir. So, es fahren, wir zählen als Bürgerinitiative jede Woche weiterhin. Wir zählen jetzt, Gott, jetzt ist Corona, wir zählen 9.000, 10.000 Autos. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Und dafür baut man nicht diese Straße so aus. Das heißt, Sie haben einen schönen Antrag oder eine schöne Aktuelle Stunde, Sie haben die Themen richtig besetzt, aber dann muss man auch konsequent sein und die Königsbrücker im Bestand sanieren, die Neustadt autofrei machen, die Altstadt autofrei machen und endlich in den Radverkehr investieren. Dankeschön.